Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin der René von Mikrofahrzeuge und bin heute hier in meinem Partnershop VTE Mobility vom lieben Veli in Hohenems. Und zwar möchte ich heute hier so ein Emoco HTT4, das ist so ein Xiaomi-Nachbau, für den Veli ein bisschen aufpäppeln hier für Schaufenster. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier schon ein paar heiße Parts rausgesucht. 9 Zoll Offroad-Reifen, die Bremsanlage möchten wir verbessern mit einer X-Tech-Bremse. Natürlich dann farblich abgestimmt hier ein paar gelbe Parts. Vorne hauen wir noch eine Federung mit rein. Und ich denke, das Hauptding, was dann nachher eine andere Optik verleiht, wird hier dieses Vinyl-Aufkleber-Kit sein. Ich nehme euch einfach mit und nehme den ganzen Umbau hier auf. Viel Spaß beim Video und go! Starten wir mit dem ersten Part. Ich denke, am meisten Sinn macht es, wir bauen als allererstes mal hier die Frontfederung ein. Ist eine relativ einfache Version, kostet 75 Euro der komplette Satz. Hier sind auch noch so Adapter dabei, damit man dann noch wieder das Frontschutzblech montieren kann. Über diese Mutter hier können wir dann die Stärke einstellen von der Vorspannung, also im Prinzip auf euer Gewicht anpassen. Motor muss ja sowieso raus, da kommen auch 9 Zoll Offroad Luftreifen drauf. Also beginnen wir einfach mal, nehmen hier diesen Reflektoraufkleber ab, einfach mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher drunter fahren, vorsichtig abnehmen, dann kann man den noch wieder verwenden. Und dann kommen wir schon an diese Schrauben hin. Bei Xiaomi haben wir hier in Sechskant Schrauben in der Größe 2,5. Der Emoco hat hier ganz normale Kreuzschlitzschrauben. Und dann können wir auch schon diese Achsabdeckung abnehmen. Genau dasselbe Spiel machen wir natürlich auf der anderen Seite. Und jetzt kommen wir schon an die Muttern hin vom Motor. Hier müssten wir 18er Muttern haben. Ich probiere es gerade mal auf der Seite. Hier ist Motorkabel, hier kommt man natürlich nur mit einem Gabelschlüssel hin, außer man hat hier so einen Joker-Schlüssel mit so einer Aussparung, ist natürlich am coolsten, damit man die Mutter nicht rund macht. Gerade bei Xiaomi sind die echt immer gut angezogen. Selbe Spiel auf der Seite. Muttern lösen und schon kann unser Motor hier nach unten aus der Achse raus. Als nächstes können wir eben beginnen, die Vorderachse komplett auszubauen. Dafür legen wir den Scooter zusammen, öffnen den Klappmechanismus. Und haben dann hier oben am Klappmechanismus zwei Spannschrauben, die den ganzen Klappmechanismus hier zusammenspannen. Und die hier von oben, wo man im Prinzip den Druck aufs Lenkkopflager einstellt. Wir lösen alle Schrauben davon. Ich fange mal mit der oben an. Können wir eigentlich gleich direkt ganz rausnehmen. Dann lösen wir noch Schrauben, die den Klappmechanismus hier drauf spannen. Schauen wir mal, wie gut der hier runter geht. Ja, mit ein bisschen drehen recht easy. Oder auch nicht. Hier hat es noch ein bisschen am Schluss. Und schon ist da unten die ganze Lenkstange mit Klappmechanismus abgenommen. Diese Abdeckung können wir auch abnehmen. Darunter befindet sich dieses Teil, das ist der Lenkeinschlag. Und anschließend können wir die alte Achse einfach nach unten entnehmen. Als nächstes können wir eigentlich schon unsere Federung vorne einsetzen. Hier ist jetzt noch die Spannhülse drauf, die muss runter, die kommt dann natürlich hier oben drauf auf die neue Federung für vorne. Ebenso haben wir eine Spannhülse für unten. Und der Emoco hat jetzt hier geschlossene Lager. Bei Xiaomi würde man jetzt hier das offene Kugellager sehen. In diesem Zug würde es sich dann empfehlen, dieses schnell zu reinigen und frisch einzufetten. Und dann haben wir ja vorhin hier diesen Lenkeinschlag runtergenommen. Den können wir nun nicht mehr montieren, weil diese Aussparung haben wir nicht. Aber dieses Federbein hat das eigentlich eh schon integriert. Und zwar hat sie hier innen eine Ausfräsung, was dann hier oben die Nase reingeht. Und somit haben wir wieder unseren Lenkeinschlag. Damit wir mit dem Federbein einfahren können, müssen wir also den unteren Bolzen hier rausnehmen. Es empfiehlt sich auch, den vorderen Bolzen ein bisschen zu lösen, dann ist das Ganze nicht so verspannt und wir tun uns dann deutlich leichter mit dem Einfädeln. Dabei müssen wir darauf achten, wir haben jetzt hier jeweils eine Unterlagscheibe lagerseitig und einen Federring nach innen. Ich lege mir das jetzt einfach beim Zerlegen so auf den Tisch, wie ich es hier ausbaue. Und dann ist es auch ganz easy beim Einbau, dass man da nichts verwechselt. So, der untere Teil wäre schon draußen. Dann haben wir gesagt, machen wir den Federring hier wieder drauf. Natürlich mit dem Konus nach unten, der sitzt hier dann im Lager. Ohne diese würde euch alles verkanten, die dürft ihr also nicht vergessen. Dann können wir hier eigentlich oben schon einfahren, den Federring von unten aufsetzen. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus.
Dann nehmen wir wieder unseren Bolzen, fahren hier durch. Dann haben wir gesagt, lagerseitig kommt die Unterlagscheibe. Dann der Federring. Da kommt hier unten der Klotz drauf, auf dem das Ganze angeschraubt wird. Und jetzt mit dem Bolzen durch alles durch. Hier muss man vielleicht ein bisschen hin und her wackeln, bis die ganzen Fluchten stimmen und man das Loch trifft. Ging jetzt recht einfach. Viel fehlt nicht mehr. Dann selbes Spiel wieder. Wir haben gesagt, nach innen die Federscheibe, nach außen zum Lager die Unterlagscheibe. Dann den unteren Haltearm drauf. Man sieht schon, auf der Schraube ist hier blau. Das heißt, hier ist schon vom Werk her Schraubensicherung drauf. Da brauchen wir also nichts machen. Und die Schrauben können wir jetzt eigentlich gleich wieder fix anziehen. Ist jetzt auch wieder fest. Und wenn wir schon dabei sind, können wir die Schräubchen hier gerade auch noch schnell überprüfen mit dem Vierer. Die ist fest. Und die andere auch. Als nächstes können wir schon wieder den kompletten Klappmechanismus mit Lenkstange aufsetzen. Und dann kommt von oben unsere Lenkkopflagerschraube, nenne ich sie jetzt mal, hier oben rein. Die müssen wir jetzt nicht wirklich anziehen, sondern mit Gefühl das Ganze einstellen. Sprich, man schraubt hier so weit an, bis es einfach spielfrei ist und aber alles noch leichtgängig funktioniert. Man kann natürlich das Federbein gleich nach vorne ausrichten, die Lenkstange gerade nach hinten. Aber zum gerade Auslauf, den werden wir nachher dann natürlich noch fein justieren. Am besten geht das, wenn man auf dem Fahrzeug draufsteht und sich die Flucht anschaut. So, jetzt einfach mal hier mit Gefühl mit zwei Fingern ein bisschen anziehen. Mal anheben und schauen, ob sich das Ganze noch leicht bewegen lässt. Absolut, es ist spielfrei, ist komplett spielfrei, hier wackelt nichts und es lässt sich leicht bewegen. Ist also echt easy. Wir haben das Federbein jetzt eigentlich schon drin. Ohne Video würde ich sagen, ist das so eine Arbeit von 10 Minuten und würde ich wirklich jedem zutrauen, das einzubauen. Ist auch echt eine Verbesserung für so einen Scooter, absolut für den Komfort, gerade so einen kleinen abgesenkten Bordstein hoch oder runter. Vielleicht schaffe ich es ja noch, wenn der Scooter fertig ist, ein kleines Video vom Fahren zu machen. Aber ja, so schnell ist das Federbein drin. Als nächstes geht es jetzt weiter. Ich denke, wir machen jetzt mit dem Motor und dem Hinterrad weiter, ziehen diese Hanekamp-Reifen ab, schnallen die 9 Zoll Offroad Luftreifen drauf und go. Bei der Reifenmontage arbeite ich immer noch gern mit dem Schraubstock. Hier sind Alubacken drin. Ich schmeiße hier noch so ein Mikrofasertuch drüber, damit wir die Felge nicht zerkratzen. Und spanne mir einfach mal den unteren Teil vom Motor rein. Nicht zu fest. Wir hatten schon mal einen Praktikant, der hat uns dann hier so eine Felge gesprengt. Also wirklich mit Schraubstock einfach fest ist fest. Und mehr braucht es nicht. Dann am besten mit Montageheber, wenn man den nicht zur Hand hat, einfach einen großen Schlitzschraubenzieher. Dann kann man so einen Hanekamp einfach ein bisschen anheben. Mit dem Montageheber drunter fahren und den von der Felge abhebeln. Mit der anderen Hand hier ein bisschen runterziehen. Und dann haben wir den schon unten. Schraubstock lösen, Reifen runter. Jetzt sehe ich gerade, dass der Emoco, der hat von Haus aus eben die Hanekamp drauf. Doch, er hat sogar hier innen an der Felge, weiß nicht, ob man es jetzt in der Kamera sieht, hier ist ein Ventilloch, außen in der Abdeckung haben wir keins, ist aber halb so wild, das machen wir uns einfach. Ich bohre da mal schnell durch, weil wir müssen ja irgendwo von außen dann hinkommen, um unseren Reifen aufzupumpen. So, dann habe ich hier von Armali Bay ein 9 Zoll Offroad-Reifen. Ist echt eine gute Mischung. Relativ weich, trotzdem dick und stabil. Hier mache ich den Schlauch rein. Ganz normaler 8,5 Zoll Schlauch, gerades Ventil. Funktioniert genauso. Meiner Meinung nach braucht man da nicht einen speziellen 9 Zoll Schlauch. Klar, er bläht sich ein bisschen mehr auf, wird er doch minimal dünner. Aber bisher hatte ich eigentlich mit den Reifen nicht wirklich Probleme. Der Reifen hat jetzt hier außen gar keine Laufrichtung angegeben. Hier ist auch kein Pfeil zu finden. Wenn ich aber das Profil anschaue, sage ich eindeutig, sollte er in diese Richtung abrollen. Also montiere ich den auch so. Motorkabel kommt auf diese Seite. Also mache ich den Reifen so rum hier drauf. Als allererstes dann habe ich jetzt den Schlauch in den Reifen. Dann mache ich erstmal das Ventil hier raus. Jetzt kommt schon. Jawohl. Dann setze ich den Reifen, die erste Hälfte bzw. die Felge in den Reifen und drücke mal kräftig drauf. Jetzt ist schon die erste Hälfte drin. Anschließend lege ich den Schlauch überall schön ins Felgenbett, also in die Felgenmitte. Dabei muss man ein bisschen darauf achten, dass der Schlauch nicht verdreht ist. Ansonsten hat man dann wie so einen Woppel im Reifen und so einen richtigen Höhenschlag. Ist nicht fein. Da
Natürlich würde er auch viel schneller kaputt gehen. So, Schlauch ist überall drin. Als nächstes mache ich genau das Gleiche. Ich fange gegenüber vom Ventil an, da komme ich nämlich schön rein und drücke den zusammen. Hier kann man sich auch wieder Hilfe nehmen, zum Beispiel vom Schraubstock. Und einfach nur den Reifen, die untere Hälfte, ein bisschen zusammendrücken, dass er hier in die Felgenwulst reingeht. Nach und nach draufdrücken. Und das war's. Wird also für die Montage nicht mal Werkzeug benötigt. Können wir gleich mal Luft reinlassen. Vorne mache ich immer ein bisschen weniger. Hier würde ich empfehlen, so zwischen 2 und 2,5 Bar. Da kann man dann einfach ein bisschen rumspielen. Hinten machen wir dann ein bisschen mehr Druck. Eher so Richtung 3, 3,5. Weil dort lastet auch das ganze Gewicht. 2,4 ist gut. Und unser Motorrad passt soweit, kann also direkt vorne montiert werden. Rad hoch, Achse rein. Wie gesagt, vorne war ja noch die Halterung fürs Schutzblech. Das möchte ich schon montieren, dass es uns dann nicht vollspritzt, falls wir dann eine Probefahrt machen. Ich schaue mal schnell, ob das zuerst ran muss oder ob der Reifen rein kann. Das war dieser Adapter hier, der mitgeliefert wird und die Schrauben dazu. Hier haben wir unser farbiges Schutzblech für vorne. Die kurze Seite kommt vor, die lange nach hinten. Hier gibt es keine Richtung, so wie es aussieht. 5er Imbus, 10er Schlüssel. Und jetzt ist schon mal unser Schutzblech fest am Halter. Hier haben wir jetzt wieder cleane Schrauben. Das heißt, hier könnte man noch einen Tropfen Schraubensicherung drauf machen. Schutzblech passt. Als nächstes schraube ich den Motor wieder richtig an. Die Muttern können wir auch ordentlich anziehen, dass der Motor uns hält. Auch fest. Dann geht es direkt weiter. Ich setze hier unsere Originalabdeckungen wieder drauf. Die sollten eigentlich passen. So, 1, 2, 3 und die letzte im Glied 4. Reflektoraufkleber mache ich später drauf. Jetzt schraube ich noch die Abdeckung auf der anderen Seite hin. Ja, vom Reifenwechsel hinten habe ich eigentlich eh schon mal ein Video gemacht. Was soll ich sagen? Noch leichter wie vorne. Hier haben wir einfach kein Motorkabel. Das Einzige, was man machen muss, ist, wenn man den Reifen gewechselt hat und das Rad wieder einbaut, gegebenenfalls die Bremse ein bisschen einstellen. Aber ansonsten ist das Gleiche, deswegen werde ich nicht so viel kommentieren und das jetzt einfach schnell wechseln. Und dann ist der hintere Reifen auch soweit montiert. Hier haben wir jetzt eine 120er Scheibe drauf. Die X-Tech-Bremse wollen wir ja bei dem Projekt auch umbauen. Da dürfte aber eine 120er dabei sein. Ist es auch. Ist auch genau die gleiche Scheibe. Können wir also eigentlich die direkt drauf lassen. Und ich baue das Rad wieder ein. Und dann bauen wir doch gleich die X-Tech-Bremse um. Als nächstes montieren wir die X-Tech-Bremse. Das ist eine semi-hydraulische Bremse. Wird hier mechanisch über den Zug angesteuert. Die Hydrauliktechnik ist hier drin. Auch hierzu habe ich schon mal ein Video gemacht. Wen es interessiert, blende ich gerne oben rechts ein. Ich werde jetzt nicht allzu viel drauf eingehen. Hier die Einstellschraube mache ich ungefähr auf die Mitte. Dann kann ich nachher hier schön in beide Richtungen justieren. Der größte Vorteil ist, erstens habt ihr einen viel höheren Druck, weil ihr einfach hydraulisch arbeitet. Und ihr habt hier zwei Kolben, das heißt beide Belege drücken von beiden Seiten. Bei den Standard-Einkolbenbremsanlagen fährt nur dieser Belag raus und drückt dann die Scheibe gegen die andere Seite. Ist also lang nicht so gut und viel wartungsaufwendiger. Also schrauben wir die alte Bremse weg. Einfach den Zug hier lösen. Zug raus. Bei der X-Tech-Bremse rein. Dann den Zug einfach auf Spannung ziehen hinten. Wir können auch den Hebel hier 1 mm oder 2 mm vorspannen und wieder befestigen, damit uns der Zug hier nicht ausfranst. Können wir noch eine Endaderhülse drauf machen. Und als nächstes unsere X-Tech-Bremse montieren. Den Adapter benötigen wir hier gar nicht, den schraube ich weg. Dann kann unser Rad wieder rein. Die Achse hat hier zwei abgeflachte Stellen. Und in der Hinterachse sind Halter verbaut, so Metallblättchen, wo diese Achse eingeführt wird. Und schon sind wir drin.
können eigentlich das Rad auch gleich wieder anziehen. Und die andere Seite, dann können wir die X-Tech-Bremse aufsetzen. Ich hoffe, das passt hier mit der Felge. Sieht nicht so gut aus. Ja, ich schraube mal das Rad nochmal raus und schaue, ob ich dann drauf komme. Aber ich glaube, das wird gar nicht so viel verändern. Oh oh, ich hoffe, wir bringen die hier montiert. Jetzt bin ich mal drauf, aber ich glaube, das wird trotzdem nichts. Die Felge ist einfach hier minimal zu eng. Ich stehe hier an. Weiter rum, runter komme ich nicht. Der Halter ist fix. Ich müsste den jetzt nacharbeiten und jeweils ein bisschen was abnehmen. Dann sollte es funktionieren. Aber dann wird das Video hier ein bisschen too much. So viel hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Ich habe jetzt die Originalbremse wieder montiert. Tut mir leid, X-Tech passt hier nicht. Ich blende euch trotzdem nochmal hier oben rechts das Video ein von der X-Tech-Bremse. Ja, ansonsten wird es jetzt spannend. Jetzt geht es nämlich los mit dem besten Part. Und zwar bringen wir jetzt dieses schicke Dekor-Kit hier an. KTM Red Bull Mix in Gelb, extrem auffällig. Wichtig ist einfach, die Stellen, die beklebt werden, gründlich reinigen. Wir nehmen Bremsenreiniger, perfekt wäre aus der Apotheke zum Beispiel so 90%iger Alkohol. Dann diese Stellen schön reinigen, da die Oberfläche manchmal so ein bisschen rau ist. Bringt es nichts, nur hoch und runter zu wischen, sondern schön kreisförmig, dass man auch wirklich in die Kontur reinkommt beim Reinigen und dann aufkleben. Funktioniert recht gut, ist auch echt eine gute Folie. Ist easy, das Ganze blasenfrei zu machen. Wir machen das Ganze jetzt im Schnelldurchlauf. Viel Spaß beim Zuschauen und wartet aber aufs Ergebnis. Okay, wir sind durch für heute. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis. Mir gefällt es. Ich finde gerade so ein Vinyl-Design-Kit macht echt viel her für wenig Geld. Hier gibt es natürlich ganz verschiedene Designs, BMW-Stil, eben diese KTM Red Bull Mix, Rot, Blau, alles Mögliche. Hier kommt jeder auf seinen Geschmack. Die 9 Zoll Offroad-Reifen sind hauptsächlich erstens für den Grip, aber hauptsächlich für den Komfort, gerade im Vergleich davor zu diesen Hanekamp. Ist echt ein ganz anderes Fahren jetzt. Von der Optik brauchen wir nicht sprechen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch, abonnier den Kanal. Bis zum nächsten Video. Ciao.